Hallo Metals, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Michael Göre und ihr seht TV Jungsmusik. Ja, normalerweise machen wir keine großartigen News oder sowas, weil man kommt da ja als kleiner YouTube-Kanal nicht hinterher, was so in der Metal-Welt alles passiert. Aber wenn einer der bekanntesten und markantesten Gitarristen des Heavy Metal und des Thrash Metal vor allen Dingen sein Solo-Projekt vorstellt, dann denke ich, kann man da schon mal ein Video machen. Kerry King hat seine erste Single unter seinem eigenen Namen veröffentlicht und Idle Hands heißt das Ding, was mich ein bisschen durcheinander bringt, weil bei Idle Hands denke ich an die ehemalige Unto Others Band, was soundmäßig ganz was anderes ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, ne, was macht Kerry King? Wird er jetzt ein Country-Star? Entdeckt er die Laute für sich? Wird er ein Singer-Songwriter? Ist ja alles schon passiert, wenn Gitarristen dann auf einmal auf Solofaden wandelten. Aber nein. Entwarnung, Kerry King zieht seinen Stiefel weiter durch. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt die Slayer-Nachfolgeband? Und das kann man mit einem klaren, wahrscheinlich, ansagen. Erstmal zur Personalie. Also Slayer haben sich ja bekanntermaßen vor 5 Jahren aufgelöst. Ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahrzehnt. Und nein, ich fühle mich deswegen nicht alt, doch. Da ist auch so manch böses Blut geflossen, also Kerry King und Dave Lombardo, die werden wohl in diesem Leben nicht mehr zusammen in einer Badewanne sitzen. Und stattdessen hat sich Kerry King gesagt, ich mache jetzt unter meinem Namen ein eigenes Ding und hat sich dafür eine All-Star-Combo zusammengestellt. Mark von Death Angel steht am Mikrofon, Kyle Sanders, den kennt man von Blood Simple und Exhale Yeah, ist am Bass. Paul Bostaff ist der einzige jetzt aus der Slayer-Familie, der noch wieder jetzt mit dabei ist an den Drums. Der hat ja damals Lombardo beerbt. Und Phil Demmel, den kennt man noch von Machine Head und Violence. Der steht an der zweiten Gitarre. Kerry King natürlich selber auch wieder an der Gitarre. Und Idle Hands als erstes Lebenszeichen ist schon eine klare Ansage. Der Mann bleibt einfach bei seinen Leisten. Das Ding ballert gleich gut los. Schöne Staccato-Riffs und so weiter. Also das Riffing ist wieder 100% Kerry King. Jetzt ist die Frage, Slayer waren immer sehr markant. Also ich liebe einfach das Drumming von Dave Lombardo, wo ich auch immer sage, selbst wenn man mit Drums sich nicht so auskennt oder im Instrumentarium oder sowas, Dave Lombardo erkennt man immer wieder. Deswegen war ich auch sehr traurig, als er bei Slayer ausgestiegen ist. Und ich finde, das macht auch einen riesen Unterschied, wenn man Slayer-Platten mit und ohne Dave hört. Also da ist für mich so ein bisschen weniger Magie drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn Paul Bostaff natürlich ein geiler Drummer ist, da muss man gar nicht drüber reden. Und diese Magie kommt nicht ganz so rüber. Also Mark ist natürlich ein sehr, sehr guter Vocalist. Ich liebe Death Angel. Aber diese Angepisstheit von Tom Araya, die erreicht er natürlich nicht. Was heißt natürlich nicht? Also Tom Araya hat so eine ganz eigene, markante Art von Angepisstheit. Man muss ja auch mal sagen, er ist ja eigentlich privat ein ganz anderer Mensch, als er bei Slayer ist. Also er schauspielert ja bei seinen Vocals immer so ein bisschen auch. Der Typ ist ja eigentlich mega entspannt und ja, Christ und sowas, ne? Und bei Slayer ist er halt der Dämon, den man aus der Flasche gelassen hat. Und das ist schon, also Tom Araya erkennt man halt auch immer an den Vocals wieder. Und ich finde, Mark hat es nicht so drauf, das so scharf zu machen. Also es hört sich jetzt komisch an, aber so sehr akzentuiert und sehr scharf und sehr angepisst. Da sind die Vocals ein bisschen austauschbarer. Und Paul Bostaff ballert halt, wie er sonst so ballert. Und ansonsten, Bassarbeit habe ich jetzt bei dem einen Track nicht so prägnant irgendwie was rausgehört. Macht Spaß? Ja, es macht Spaß. Also ich bin sehr gespannt. Im März soll das komplette Kerry King Album rauskommen. Und es wird dann natürlich interessant, wenn er auf Tour gehen sollte, weil wir haben es hier mit mehreren Bands zu tun, wo die Leute herkommen. Da wird es sehr schwer, das zu koordinieren, dass wirklich dieses All-Star-Ding dann auch live auf der Bühne steht. Da denke ich mal, wird er sich wahrscheinlich so ein paar Hired Guns engagieren. Oder immer mal mit wechselnden Leuten unterwegs sein. Das könnte natürlich auch ganz interessant sein. Und da denke ich mal, wird man schon einen starken Unterschied finden. Also falls er Slayer-Songs spielt, was ich mir kaum vorstellen kann, dass er das nicht macht,
Aber ich glaube, da wird man sowohl in der Reaktion als auch im Sound doch schon einen starken Unterschied zwischen Slayer und Kerry King hören und ja, empfinden einfach. Aber es ist halt einfach das Erbe einer Legende. Was willst du machen? Das kann man nicht nochmal reproduzieren. Es war ja auch diese Konstellation aus Persönlichkeiten, die einfach diesen abgrundtief bösen, geilen Thrash-Sound erschaffen haben. Dieses Ernsthafte, dieses ja auch immer Arschcoole dabei. Was ich gut finde, so wie es aussieht oder beziehungsweise sich anhört, ist es ja jetzt nur ein Track, ist nicht mal eine B-Seite noch mit dabei, ist es nur ein Track, der auf das Album dann hinleiten soll. Aber wenn man von diesem einen Track ausgeht, kann man schon sagen, er wird jetzt keinen Mist bauen, womit er die Legende Slayer ankratzt, und das ist doch schon mal eine Menge wert. Und ich denke mal, Slayer-Fans können sich auch tatsächlich darauf freuen. Also es ist definitiv, also wenn das jetzt die ganze Platte so eine Energie und so einen Sound hat, und er hatte auch genug Zeit, um zu schreiben, weil eigentlich sollte das ja schon früher rauskommen, aber dann kam ja hier Corinna dazwischen. Also es hat ja auch Zeit zu reifen, was ja auch nicht immer ganz schlecht ist. Insofern denke ich, Slayer-Fans können sich da schon drauf freuen, weil es auf jeden Fall, wenn das so das ganze Album so ein Niveau hat, nicht so, also nicht abstinkt gegen World Painted Blood oder Christ Illusion oder sowas, traue ich der Sache schon zu. Und ja, ich denke mal, das ist schon The Return of the Kerry King. Also das wird gut. Insofern, wir dürfen gespannt sein, was im März bei rumkommt. Das erste Lebenszeichen ermutigt schon mal. Und ansonsten kann man ja währenddessen immer schon mal die alten Slayer-Alben nochmal durchhören zum 2000-3000. Mal. Schlechter werden die nicht. Die werden immer nur noch besser. Insofern, thrash em all. Ich bin gespannt, was Kerry King abliefert. Und vor allen Dingen, ob das Ganze live auf die Bühne kommt. Das wäre natürlich sehr schön, so auf Festivals. Und dann auch mal wieder die alten Slayer-Songs von Kerry King selber zu hören. Wäre schon geil. In diesem Sinne, bleibt true, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.